Potenzial gewesen. Dahin ist die Alemannia nämlich ausgewichen. Pokalhauptrunde. André Weingärtner, Algesheimer Trainer, hat mal für die Mainzer A-Jugend gespielt. Er hat so als grobe Marschroute ausgegeben, 20 Minuten zu null zu stehen und dann mal gucken, was geht. Die Partie ist jetzt 65 Sekunden alt und es steht 0-1. Stefan Kießling ist der Torschütze. Der Sechstligist noch im Tiefschlaf, verhindert die Flanke nicht den Kopfball von Brandt. Borschneck im Tor reagiert dann gut, aber dann kommt Kießling beim Pflichtspieldebüt von Roger Schmidt. Er sah seine Mannschaft hochkonzentriert, 20 Minuten gespielt, Brandt an den Pfosten. Hat eine vielversprechende Rückrunde gespielt, der U19-Europameister, und durfte heute von Beginn an ran. Son saß auf der Bank. Das Ganze bekam so ein bisschen Trainingsspielcharakter. Waldalgesheim verteidigte mit Mann und Maus und trotzdem konnten sie Kießling nicht verhindern. Nicht die Flanke von Castro und vor allen Dingen nicht den Antritt von Stefan Kießling. 0-2. Gute halbe Stunde durch. Die Grünen am eigenen 16er mit viel Leidenschaft. 0-3 wieder Kießling. Und da sieht man dann den Unterschied zwischen einem Bundesligisten, einem potenziellen Champions League-Teilnehmer und einem Sechstligisten. Läuft einfach durch. Borschneck im Tor, zieht eher zurück. Und dann Kies. 40 Minuten durch, Wendel Neuzugang. Dieses Foulspiel von Felix Power an Bellarabi, der sich rund um Kießling bewegte. Das neue Leverkusener System, ein 4-2-2-2. Elfmeterentscheidung vollkommen korrekt. Auch das macht Kießling souverän. 0-4, 41. Minute. Borschneck erneut geschlagen. 0-4, auch zur Pause. Der Kerl hat schon wieder Temperatur und Kießling in Topform werden sie brauchen. Dienstag ist Champions League Qualifikationshinspiel in Kopenhagen ab 20 Uhr zu sehen live. Zweiter Durchgang, 59. Die Protagonisten kennen sie. Kießling 0-5. Vorarbeit kam von Bellarabi. Es war ihm fast ein bisschen unangenehm. Die Alemannia mit viel Laufarbeit, mit viel. Die Qualität war kein Kraut gewachsen. Kießling wurde kurz danach ausgewechselt. Und so durfte Son in der 82. Minute zum 0-6 Endstand einschießen. Stiehlt sich hier frei und nimmt den direkt gegen den Lauf. Ein souveräner Auftritt und eingesetztes Pokals bleibt weiter bestehen. Ein Sechstligist gewinnt nicht gegen einen Erstligisten. Und das Gesetz der Vorsaison in Leverkusen bleibt auch bestehen. Kießling tritt